Hallo wieder zu Transnus und Transportfieber und der USA-Mission, die jetzt weitergeht. Rund um die großen Seen brummt die Industrie. Im Umland von Chicago wird Nahrung für das ganze Land produziert und in Detroit wächst die Automobilindustrie. Das Automobil eröffnet neue Chancen für das Transportwesen. Mit Lastkraftwagen funktioniert die Lieferung großer Gütermengen bis in die entlegensten Winkel. Noch ist das Auto ein exklusiver Spaß für den gehobenen Lebensstil. Doch schon bald könnte es zur Massenware werden und das ganze Transportwesen revolutionieren. Und jetzt drücke ich gleich auf Start und die Ladezeit lasse ich euch nicht ertragen. Also bis gleich. Wir schreiben das Jahr 1909 und hier im mittleren Westen kann man sich nicht beklagen. Es herrscht Aufbruchsstimmung. Völlig neue Produktionsmethoden eröffnen neue Möglichkeiten und Geschäftsfelder. Eine Beteiligung an der Autoindustrie, das wäre ein interessantes Investment. Unser Freund William Durant plant da etwas Großes und wir könnten mit einsteigen. Noch fehlt uns dazu das nötige Kapital, aber in ein paar Jahren werden auch wir vom Autogeschäft profitieren. Jo, dann geht es jetzt hier weiter. Das Autogeschäft ist der Markt der Zukunft. Dort sollten wir investieren. Dazu benötigen wir jedoch erstmal ein hübsches Sümmchen Startkapital. Das lässt sich am besten mit ganz profanen menschlichen Bedürfnissen verdienen, Essen und Trinken. Das Volk giert nach Fleisch und der Transport von Schlachttieren ist lukrativ, sofern man das blutige Geschäft nicht scheut. Nirgendwo auf der Welt wird mehr Fleisch verarbeitet als in den Union Stock Yards von Chicago. Vorne kommen die Schweine rein und hinten die Dosen raus. Ein Modellbeispiel, was die Rationalität betrifft. Jo, dann wollen wir das mal tun. So, okay. Ja. Farm 1 ist da. Komm. Nach dahin. Mhm. Na jo, könnte ich gut mit dem Auto machen, aber. Ich denke mal, der Zug ist das praktischer. So, erstmal einen Bahnhof bauen. Obwohl, 160 Meter, den würde er auch erstmal reißen. So. So, wie kein Feld abgerissen. Ja. Ja.
Also, okay. Ein Bahnhof mit 2. So. Oh. Dann machen wir hier noch ein bisschen mal. Da fahren nicht ganz so praktisch, aber bei. So, dann so, nach da und nee, so nicht. Ja, ich weiß, dass meine Van-City gerade laut sind. Ich habe auch vergessen, die Tür zuzumachen. So. Da will ich ein einziges Depot bauen. Züge kaufen. 75, 100. Das können. Für 120, ja, kommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, oh. Nicht genügend Geld. Das Geld zerrinnt uns zwischen den Fingern. Wir sind demnächst pleite. Aber wenn wir bereit sind, unterwürfigst zu betteln, lassen unsere Geldgeber einen kleinen Überbrückungskredit springen. Nö, 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 nö. Passt schon so. Passt schon so. So. Neue Linie, so. Hm.
Farm 2 Fabrik. Die Fabrik. Neue Linie. Farm 1 E Fabrik. So. Schön schnell der Zug. Ach, da wird schon noch steigen. Springen wir mal wieder hier rüber. Weiß gar nicht, ob die 100 km/h schaffen. Oh oh. Oh, die machen Minus. Noch. Na, irgendwann werden die auch noch Plus machen.
könnte auch eine komplizierte Schleife bauen können, die beide Linien verbindet. Güter hier. Zwölf sind da mittlerweile. Produktion 30. Ja, die Fabriken müssen auch erstmal noch wachsen. Wow. Interessant. 13 Jahre nur Zeit. Und dem Medaillen, das wirkt eng. Oh, runtergegangen die Produktion. Beide Produktion runtergegangen. Ey. Oh, nur 6. 18. Da steht, die sollte das Zeug abholen. Ja. Das ist... nicht so gut gelaufen. Da läuft dann ja was schief.
So. Oh Gott, Timo. Da, so weit habe ich gar nicht gedacht. Ach komm. Machen wir noch zwei. So, sind zwar viel zu viele jetzt wohl. Oh Gott. Neue Linie. Fabrik Chicago. Mir zu wissen, alle. Oh Gott, da mache ich so einen Fehler. Da habe ich einen mächtigen Fehler gemacht. Punktzug 26. Punktzug wurde da eingestellt. Ach, ein neues Schiff wurde gebaut.
Riesenstau. Fast die ganze Innenstadt damit versorgt. So, Teil 1 haben wir und bald geschafft. Details. Die Schweine sind los. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber die Tiere tummeln sich rund um die Schlachthöfe auf der Fahrbahn. Was tun? Wir können die Tiere überfahren. Dem Dosenfleisch sieht man die Art und Weise der Schlachtung zum Glück nicht an. Unser Fuhrpark sollte dadurch eigentlich keinen Schaden nehmen. Oder doch? Die Schweine meinen wohl, sie könnten ihrem Schicksal entrinnen. Da kennen sie uns aber schlecht. Wir sollten dringend die Zäune verbessern. Eine einmalige Investition, die sich noch auszahlen wird. Ja. Shit. Wir haben viel zu viele Autofahrzeuge. Naja. So viele wollte ich gar nicht kaufen.
Na, wird immer frisch geliefert. Wenigstens, ne? Achtundvierzig. Das Fleischgeschäft läuft gar nicht schlecht. Aber um ins Autogeschäft einzusteigen, brauchen wir weit mehr Geld. Noch einträglicher, wenn auch weitaus risikoreicher, wäre der Transport von gewissen Flüssigkeiten, die jüngst zum Wohle der Gesellschaft verboten worden sind. Was außer der Polizei allerdings kaum jemanden kümmert. In einer unscheinbaren Hütte irgendwo im Wald wird Schnaps hergestellt, den wir in die Städte liefern können. Für jede transportierte Kiste zahlt unser Auftraggeber, der gern anonym bleiben möchte, am Monatsende einen Bonus. Wenn wir uns die Hände nicht schmutzig machen wollen, lehnen wir das Angebot dankend ab und bleiben beim Schweinegeschäft. Nö. Wo ist denn die? Distillery. Da werde ich dann 10 Wagen abziehen. Mach ich mal Pause. So. Rick Chicago. Und zwei ist Hulk Chicago. So, ich werde jetzt hier noch leere Fahrzeuge suchen. Das war 1. So, du noch. Und du noch. Jetzt habe ich hier so viele Fenster auf.
Ich werde mal auch zusehen, dass ich noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, fünf. Alt Chicago. So, mit dieser Investition sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.